Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du mein Video gefunden hast. Mein Name ist Tina, für diejenigen, die mich noch nicht kennen sollten. Ich werde mit den Lenormand-Karten gleich ein großes Kartenblatt auslegen und mir die Situation für November anschauen hinsichtlich der Liebe, Partnerschaft. Entweder ist schon jemand an deiner Seite in Form eines Ehepartners, eines Partners oder auch ein Wunschpartner. Ich schaue mir mal an, was im November diesbezüglich so alles geschehen wird, welche Hinweise, Botschaften da für dich bereit liegen. Du schaust ihm halt bitte, ob du da mit in Resonanz gehst, ob es deine Legung ist. Ich werde diesmal etwas anders vorgehen als sonst. Ich wollte auch mal was ausprobieren und euch auch mal was Neues, was anderes präsentieren. Und zwar werde ich das Kartenblatt so wie eine Art von Geschichte erzählen. Und mal sehen, das ist für mich eben halt auch ganz neu. Und ich schaue mal, ja, was da so alles sich zeigen möchte und was da so alles an Infos für dich rumkommt. Ja, ich habe noch zwei weitere Kartendecks, also Orakeldecks mitgebracht, auch alles hinsichtlich der Liebe. Und zwar einmal Liebesorakel Amors Botschaften, das ist das Kartendeck. Und dann habe ich noch von Rüdiger Schacher mitgebracht, das Geheimnis des Herzmagneten. Ja, also was strahlst du aus, was ziehst du an, was strahlt dein Herz aus, was du dann anziehst, ne? Oder was auch gerade Thema so für dich ist. Das sind diese Karten hier. Okay, ich starte dann mal durch. Für den November sage dir dann während des Kartenlegens, wer du bist. Die meisten kennen das ja schon, ne? So. Buch, Schlüssel, Park. So. Also, das Buch spricht eben halt, oder es kommt etwas im Gange. Bezüglich etwas, was dir im Verborgenen liegt. Ja, das Buch liegt dir als erstes. Also irgendetwas weißt du noch nicht, etwas liegt im Geheimen, im Verborgenen, etwas hat man dir nicht gesagt. Ist alles eben halt hinsichtlich, spüre bitte mit hinein, eben halt in Liebe und Partnerschaft, ja? Jetzt haben wir als zweites sofort den Schlüssel, das heißt in Kürze. Denke mal sogar zu Beginn des Januars, sage ich schon. Oh, ich bin ja schon ein Stück weiter. Ich bin schon im neuen Jahr. Hinsichtlich des Novembers natürlich. In Kürze wird sich dieses Geheimnis lüften. Denn der Schlüssel ist dafür in der Lage, dieses Buch zu öffnen. Ja, beginnt ja schon mal spannend. Und dann kommt eben halt hier etwas ins Außen für dich. Etwas eröffnet sich. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn dieses Buch halt geöffnet wird, kommt etwas für dich ins Außen. Ja, dadurch kommt auch etwas in Bewegung und auch in Entwicklung. Okay, diese Botschaft, diese Nachricht, die da eben halt für dich kommen wird, ist hier, die macht dich noch ein Stück weit unsicher. Da ist es eben halt insofern gefragt, dass du eben halt in dir stabil bleibst, weiter in deiner Stabilität, in deiner Sicherheit bleibst und dich nicht von dem, was dir eröffnet, kundgetan wird, dass du da Befürchtungen und Ängste entwickelst, ja? Das ist für dich ganz wichtig, also dass du letztendlich für dich klar bleibst. Gott sei Dank wird diese Unklarheit, wo du noch nicht so ganz durchblicken wirst,
Was wird denn da kommen? Und da ist mir jetzt das und das gesagt worden. Und also das ist so, eben halt, wie gesagt, das verwirrt dich erstmal. Gott sei Dank, wie gesagt, nur eine kurze Weile. Und das Kleeblatt ist eben halt tatsächlich in der Lage, dieses Verwirrte, dieses Chaos zu entschärfen. Ja? Das Kleeblatt mildert letztendlich hier die Wolken. Und du sollst auch hier den Fokus auf das Kleeblatt legen. Das heißt eben halt, man könnte so simpel sagen, das dein Augenmerk auf das Kleingedruckte legen. Ja? Also etwas nicht übersehen und darin letztendlich mit dem, was dir gesagt wird, eine Chance zu sehen, anstatt zu sagen, oh Gott, Hilfe, 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 was kommt da jetzt, ja? Viele von euch kennen mich. Was ich meine ist, dass ich ganz gerne mal so ein bisschen in die schauspielerischen Qualitäten gehe, ja. Vielleicht ist das ja auch schon gar nicht mehr hier so eine dicke, fette, schwarze Wolke für dich, ja. Ja, so, 2, 4, 5. Jetzt kommen wir zum Haus der Wolken. Da haben wir den Hund. Das ist nämlich so ein bisschen so ein bekanntes Verhalten deinerseits. Da kommt etwas, ja, und anstatt so ein Stück weit in der Ruhe zu bleiben und erstmal, ja, wie gesagt, anzuhören, vielleicht sogar hier erstmal nach außen zu gehen, also durch den Park im wahrsten Sinne des Wortes zu gehen, um den klaren Geist wieder zu erschaffen, ja, könntest du erstmal für eine kurze Zeit in ein Verhalten gehen, ja, was dir selber nicht unbekannt ist, eben halt in dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne, was, ach du liebe Zeit, und jetzt, ne, ach du liebe Güte, ja. Genau, das könnte eben halt passieren. Das ist schon mal ein guter Hinweis für dich, wenn das kommt, eben halt dir selber zu sagen, halt stopp, ne, 2, 4, 6, 7, das Haus der Schlange. Das ist gut hier mit den Mäusen. Das heißt eben halt, die Mäuse knabbern eben halt auch genau da dran. Und deswegen haben wir nämlich hier halt auch die Chance da liegen, raus aus dem Gewohnten, ja, und auch raus aus dem Komplizierten und von diesen Schwierigkeiten, also dieses Gefühl, ja, Das macht es in dir ja auch schwierig und kompliziert. Ja, es lässt dich nämlich nicht klar denken. Ja, mehr geht es eben halt hier mit dem Mond im Sarg. Okay, wenn man aus einer Gewohnheit eben halt aussteigen möchte, bedarf es eben halt auch noch so einer gewissen Zeit. Und diese Zeit, die kann also auch eben halt emotional für dich anstrengend sein. Ich nehme hier wahr, hier möchte etwas ganz Gutes auf dich zukommen. Ja, hier wird etwas verkündet, dadurch kommt was in Bewegung, du erfährst etwas und dann kommt so ein Programm. Nämlich das Programm der Angst, der Furcht, der Verwirrung, eventuell auch des Opfers sein. Schon wieder muss ich mir sowas anhören, immer ich. Aber sei dir gesagt, anhand dessen lege den Fokus auf die Hoffnung und auf die Chance, genau das immer ich, ja, heraussteigen zu können. Ja, und das kann gut sein, dass dich das hier noch belastet, ja, emotional. Aber hier mit der Kombination mit dem Mond im Sarg sehe ich es aber auch so, du hast jetzt die gute Möglichkeit, und das bringt auch der November so mit sich. November ist die Zeit des Skorpions, des Beendens, des Loslassens, des Seinlassens, ja, von allen möglichen Dingen, Gedanken, Verhaltensmustern, von Menschen, von Situationen, ja, und hier heißt es eben halt auch, nö, du gehst letztendlich mehr da rein, was grübel ich hier eigentlich? Und auch von tief sitzenden Ängsten,
die wollen hier gehen. Also hier spielt eine Angst. Angst, 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 Angst vor dem, was kommt, vor dem, was dir hier verkündet wird, will transformiert beendet werden. Und im November kommt der Pluto ab dem 19.11. in den Wassermann, also endgültig in den Wassermann für 20 Jahre. Und da ist Transformation pur. Ja? Und hier geht es eben halt quasi schon los und auch am 1. November haben wir einen Neumond im Skorpion. Also hier geht es schon mal ganz deutlich los. Hier wollen Ängste, tiefsitzende Ängste, transformiert beendet werden. Ach, schau mal hier. Ja, hier haben wir den Mond mit dem Unbewussten, wo es in die Tiefe geht. Und hier haben wir die Sonne, sobald es nämlich erkannt ist, dass es so ist, ach Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin hier diejenige welche, die hier so diese üblen Gedanken hat, ja, eigentlich ist, was ist mir da eigentlich verkündet worden, doch eigentlich gar nichts Schlimmes, aber ich mache es schlimm, ja, ich mache etwas Schlimmes daraus und das wird hier bewusst, ja, und dann kommt halt auch die Freude und die Verbesserung hinein und das Wunderbare ist, dass das alles gar nicht so lange dauern wird. Das wird direkt zu Anfang des Novembers sein. Das Kleeblatt ist ja eine sehr zeitgenaue Karte. Sagt eben halt 2 bis 4 Tage, 2 bis 4 Wochen. Also möglicherweise kann es sich bei dir durch den November ziehen. Oder tatsächlich in 2 bis 4 Tagen, zack, habe ich es erkannt. Und schon kann es geheilt werden, weil es mir jetzt bewusst ist, oh Gott, ich schon wieder, weil ich da wieder für üble Gedanken habe. Und wenn das ins Bewusstsein kommt, dann kann es auch in die Heilung gehen. Dann haben wir hier auf dem Hausplatz der Sense. Da ist nämlich für dich die Warnung. Ja? Geh jetzt nicht wieder Umwege. Leg dir da nicht wieder selber die Steine in den Weg, sondern eher reflektiere, häute dich, ja? Die Schlange kann sich halt auch häuten und in der Sense kann es gut sein, dass zum einen etwas Plötzliches, was ja da aufkommt, eben halt aber auch plötzlich die Möglichkeit der Heilung und der Heilung ist und gleichzusetzen mit der Häutung. Also, dass du dich eben halt häuten kannst und alte Haut abstreifen kannst. Natürlich symbolisch, ne? Ganz klar. Ne? Geht ja nicht immer irgendwelche Haut abziehen, um Gottes Willen. Ich muss das dabei sagen, ja? Nicht, dass da ein falscher Eindruck hier entsteht. Und da scheint hier halt auch der Lernprozess für dich da drin zu sein. Ja? Dass du eben halt dir selber quasi Steine in den Weg legst, ja? Ja, okay, das ist in Ordnung, ja, das Schiff hier im Haus der Ruten spricht eben halt davon, du wirst dich eben halt damit auseinandersetzen, was hier auf dich zukommt, also was hier verkündet wird, was für dich ins Außen kommt. Und es werden Gespräche stattfinden und mit diesen Gesprächen kommt eben halt auch etwas in Bewegung. Mit dem Schiff, ja, ist es natürlich jetzt nicht so ratzfatz schnell, aber hier ist Bewegung und Entwicklung zu sehen. Und somit kann man auch sagen, mit dem Klee und mit dem Schiff, dass da eben halt Optimismus und Hoffnung entstehen kann. Ja, wenn du hier merkst, oh Gott, ich bin so diejenige welche, die hier womöglich etwas so verkompliziert, ja. Und wenn du das feststellst, ja, dann kommt es hier zum einen auch ins Fließen, ja. Und du kannst dich halt auch den Gefühlen öffnen. Und hier ist etwas, was auch deine Seele ansprechen wird. Ich sehe hier noch mit Fische in Eulen, sehe ich schon noch mal emotionale Aufregung. Aber ich sehe hier auch ganz glasklar eine Befreiung. Nämlich die Befreiung dessen, ich stelle mich dem Ganzen, nämlich einmal meinen Gedanken- und Verhaltensmustern,
aber auch natürlich der Situation. Es muss ja immer erst im Außen kommen, damit ja etwas in Gang kommt. Ne? Und somit kommt hier nämlich auch etwas für dich im Gang. Vielleicht bist du jemand oder seid ihr jemand, also eben halt dein Gegenüber und du, die eher vor der Kommunikation flieht. Also es wird schwierig und dann sage ich, tschüss, ist mir zu schwierig, ich bin dann mal weg, ich tauche hier ab. Und hier sieht man eben halt eindeutigst, ja, dass hier im Gegenteil, ich zeige mich, ich sage halt auch, wie ich spüre und ja, was ich fühle, sodass der andere auch weiß, wo man dran ist. Das gilt natürlich auch für dein Gegenüber. Aber ich spreche ja aus der Sicht für dich. Für dich, für die oder denjenigen, der hier zuschaut. Ne? Genau. Es ist meist die Emotion, die hier im Chaos ist, ja? Die hier, wie ich gerade schon sagte, oha, oha, oha. Oh meine Güte. Und was jetzt? Na? Ah, wow, gut. Das Herz legt sich hier ins Kind. Ich wage jetzt mal so eine wirklich zeitliche Prognose. Ich meine, ich habe es ja schon eingegrenzt für den November. Aber wir haben ja jetzt Neumond, wie gesagt, und das direkt am 1. November, das ist ja jetzt schon bald. Hier kommt wieder Aufschwung im Punkto Gefühle, Liebe, Zuneigung, Mitfühlen, Einfühlen, Empathie, Herzenswärme, ja, Neugierde. Oder ich wage auch einen Schritt zu tun. Ja, das ist sehr schön. Nämlich halt auch einen Schritt raus aus diesem Chaos und rein ins Herz. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Da haben wir die Sterne im Fuchs. Gut, die Position der Sterne ist erstmal vielleicht nicht so die optimale, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Kontext bis hierher, bis zur 14. Karte hin gesehen, anhand dieser Geschichte, die ich euch hier erzähle, nehme ich eine andere Kombination wahr. Normalerweise sind die Sterne im Fuchs, das sind so Illusionen. Das kann auch natürlich sein, denn du wirst nämlich jetzt feststellen, du wirst erkennen, was habe ich mir eigentlich hier immer vorgemacht. Insofern, ich war so diejenige oder derjenige welche, der hier immer so ein Drama und Chaos und Verwirrung und Durcheinander schafft. Dir wird klar werden, dass dein Misstrauen vieles dazu herbeigeführt hat, Punkt, 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 Punkt. Das wissen wir hier noch nicht. Ja, auf jeden Fall zu dem Chaos und zu dieser Verwirrung und zu dieser Opferhaltung hin, ja. Das wird dir klar werden. Oder wo habe ich mich halt auch zu sehr angepasst? Ja, dem anderen. Aber das geht ja halt auch raus. Lieb, brav, angepasst war gewesen. Heute ist was anderes. Ja. Es kostet dich noch Kraft, dich von dem Ganzen abzugrenzen und dich zu kontrollieren. Also wenn man so emotional irgendwo drin ist, ja, das ist Fische, Herz, Sterne, da ist ja unheimlich viel Gefühl und aber auch viel Verwirrung. Ja, und sich da jetzt zu kontrollieren, das kostet dir noch Kraft. Und eventuell kostet es dich Mut, dich aber auch von etwas abzugrenzen. Nö, das mache ich aber nicht so wie immer. Nö, 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 nö. Mit mir nicht mehr. Mit mir nicht mehr. Mache ich nicht. Ja, klare Abgrenzung. Aber auch klare Abgrenzung zu dir, zu dem, was ich gerade hier gesagt habe. Ja. Und hier nehme ich auch noch wahr, mit dem Turm im Bär
Du wirst Moment, lass mich eben ruhig eben halt mal reinspüren. Du wirst dich innerlich, genau, im Inneren eben halt auch abgrenzen zu dem, was du immer wolltest. Also deine Vorstellungen können auch nicht immer richtig gewesen sein. Also mit den Vorstellungen, Wünschen in Richtung deines Gegenübers lief irgendwas nicht in richtiger Bahn und davon darfst du dich lösen. Darfst du dich innerlich abgrenzen und das kostet auch Kraft. Wenn man sich vorstellt, ich mache es wieder absichtlich, es kommen ja die schauspielerischen Qualitäten, ich will aber unbedingt, das muss so sein und ich will, dass das so ist. Und wenn das nicht so ist, dann kann der mich mal. Schauspielerische Qualitäten, ja. aber nur damit du es für dich greifbar hast, ja, was hier gemeint sein kann. Also mit deiner Vorstellung, da darfst du mal hinschauen, mit deinen Wünschen ein bisschen zu jonglieren, mit dem Herz im Kind spielerisch vorzugehen. Was kann aber auch Neues entstehen, sodass eben halt auch hier neues, emotionales, neues Fundament entstehen kann. Wie fühlt sich das an? Anstatt stur, steif und ich will es so haben, vorgeht. Das Haus in Sterne, die Sterne ja im Fuchs. Hier scheint die Prägung zu sein und die haben wir alle. Wir haben alle die Prägung aus der Ursprungsfamilie. Und wunderbar, dass sich die Mäuse schon dazulegen, weil dieses Fundament, welches du mitbekommen hast von zu Hause, der Papa hat aber gesagt, das darf man nicht in der Verbindung. Und die Mutter hat mir eben halt vorgezeigt, ich muss immer lieb, brav, angepasst sein. So ist eine Frau, so hat sie zu sein. Ja? Das haben wir nun mal halt alle beigebracht bekommen. Das wird hier aber klar, das geht raus und du hast dich womöglich auch schon hier abgegrenzt, weil dir eben halt auch schon vieles klar geworden ist, ja, dass du jetzt eben halt dein eigenes Fundament baust. Ich baue mir mein eigenes Fundament. Ich vertraue auf dem, was ich neu spüre. Da kommen ja schon Intuitionen, Gedanken, Gefühle, wo du merkst, oh, da muss ich wohl doch mal bei mir gucken. Da darf ich doch noch mal so ein bisschen irgendeine Ecke säubern, die alter Schmodder ist. Und dafür ist der November wirklich super gut geeignet, ne? Ja, wunderbar. Du baust dir jetzt dein neues Fundament mit deinem Gegenüber. Ja? Und du wirst auch nicht mehr alleine dastehen. Allein war gestern. Heute ist wir. Wir Gefühl. Ah. Im Haus der Veränderung des Wandels liegt der Ring. Und du wirst spüren, wie die Verbindung sich wandeln wird. Zur Lebensfreude, zum Bewussten hin. Wenn ich so ein Stück weit rausgehe aus dem Drama, kommt mehr Inniges und Freude und Glück in mein Leben. Und die Verbindung ändert sich. Ja, Wahnsinn. Hier kommen dann halt auch wieder Gespräche, vertrauensvolle Gespräche,
Möglicherweise, weil das ja noch so ein bisschen auf wackeligen Beinen steht, wirst du dich nochmal mit dem Thema der Erwartung auseinandersetzen, mit dem, wo warst du lieb, brav, angepasst. Wie gesagt, du setzt dich damit noch auseinander, bewusst auseinander. Aber das ist ja auch gut und das ist ja auch in Ordnung. Und dadurch entstehen ja auch andere Gespräche. Dadurch wandelt es sich ja halt auch in deiner Verbindung. Das sehe ich hier nicht als Streitereien an, zumal hier im Haus der Ruten das Schiff ist. Da liegt ja die Entwicklung durch über Gespräche. Ja, aber das ist toll. Dann haben wir hier die Wege im Turm. Also ratsam ist es nicht für dich, gleiche Sichtweisen einzunehmen. Ja, auch womöglich zu sehr in Schwanken zu gehen. Was mache ich? Links, rechts, rechts, links. Oder schlimmsten Fall, ist mir doch egal. Das ist mir so weit von gleichgültig. Je nach Situation, in der du dich befindest, wäre es auch nicht ratsam, parallel zu fahren. Also so zweigleisig. Wenn da zum Beispiel noch eine dritte Person involviert ist, ja. Ratsam wäre eben halt weiterhin neue Einsichten zu gewinnen. Eben halt Verantwortung und Kontrolle weiterhin über sich zu haben. Also eben halt nicht, ich bin heiß, ich bin kalt, bin heiß und hin und her und hin. Dann zeigst du keine klare Linie und das verunsichert auch den anderen. Was willst du denn dann jetzt? Ja, so unter dem Motto, was willst du denn jetzt? Ich verkünde dir hier etwas, du machst Drama, egal wer es jetzt ist, ja, ist wie gesagt dein Kartenblatt, ich sehe dann aber auch letztendlich erstmal hier dein Drama da drin. Ja, du machst Drama und dann letztendlich, ich sag dir da was Positives, ja, und du wankelst hier hin und her. Da musst du dir schon sicher sein, was du willst. Der Bär im Haus des Parkes. Also hier kommt ja eben halt auf dich was zu, das wird hier verkündet, man sieht es hier nochmal doppelt bestätigt. Im Haus des Parkes haben wir jetzt den Bär. Und in erster Linie nehme ich jetzt nicht unbedingt eine weitere Person wahr. Mal sehen, ob im Laufe der Geschichte das noch kommen wird. Aber hier sehe ich einen ganz schön starken Auftritt. Da ist aber jemand mutig. Nicht schlecht. Und da steht auch jemand zu sich selbst. Und das hat auch Mut gekostet, sich hier zu öffnen und zu zeigen. Bedenke das bitte. Nimm das bitte mit. Wenn dir hier etwas, ein Geheimnis oder etwas, was im Verborgenen gelegen hat, dir mitgeteilt wird. Bedenke, das hat auch Mut gekostet. Ja. Die Sense im Haus des Berges. Irgendwie ist es schon noch so, dass da, also hier nehme ich wieder eine Emotion wahr, dass das, was dir verkündet wird, gesagt wird, eben halt eine Blockade in dir auslöst. Also schon etwas, je nachdem, ja, fühlt sich das für dich an wie Krise. Ja, du siehst da auf einmal so ein Berg und ich weiß nicht, wie soll man den denn angehen? Ja, möglicherweise kann das aber auch hier mit der Schlange zu tun haben, weil da kann eben halt dann eine Person hinterliegen oder eben halt wirklich dieses, du siehst noch die Umwege, du siehst noch die Schwierigkeiten und anstatt Step für Step voranzugehen, möchtest du gerne das große Ganze haben. Also du möchtest irgendwo schon am Ende des Tunnels sein und stehst jetzt vielleicht so in der Mitte des Tunnels. Du siehst ja schon hinten das Licht, aber eigentlich wärest du gerne schon da, aber es ist
eben halt noch nicht so. Da bedeutet es eben halt auch, sei dir bewusst, ich muss jetzt das akzeptieren, was jetzt noch im November ist. Ja? Hier liegt auch, wie gesagt, auch nochmal so ein bisschen so eine Warnung, ja, so, komm nicht in Stocken, so, ne, also lass es hier fließen, lass die Emotionen fließen, lass es auf dich zukommen, fließen, 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 fließen lassen, ja, genau. Dann haben wir die Lilie in Wege. Hier ist schon so dieses Thema, ne? Ich werde da so ein bisschen aus der Mitte gerüttelt, geschüttelt, ja. Aber hier ist eindeutig, die Lilie in Wege bedeutet eben halt, wähle eben halt diesen Mittelweg, den Weg der Balance, den Weg des Friedens und auch des Entgegenkommens. Mach also hier keinen Alleingang und so ein auf beleidigt und nö. Ich habe aber gedacht, wir wären schon hinten am Tunnel angekommen. Jetzt sind wir immer noch hier in der Mitte. Aber ich habe weiterhin dieses Gefühl von, ihr geht ja dann gemeinsam zum Weg, gemeinsam durch diesen Tunnel in Richtung Licht am Ende des Tunnels. Das kommt mir ganz stark rüber. Also lass dich hier nicht aus deiner Mitte bringen. Also weiterhin sind wir hier im Bereich der Emotion. Das sieht man auch hier. Schlüssel, Fische, Lilie. Bleib in deiner Mitte der Emotion. Bleib standhaft. Spiegelt halt auch mit dem Haus die Fische. Ja? Bleib in dir ruhig und gefestigt. Ja, wunderbar. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig für dich. Ja, erstmal halt auch zu erkennen, ja, dass ich da Vorstellungen hatte, wo ich feststelle, das stimmt, das ist mein Misstrauen, da bin ich mal falsch abgebogen, da habe ich falsch gedacht. Das ist absolut menschlich. Mach dir bitte keine Vorwürfe, ja. Ich will dich nicht in Vorwürfe, in Selbstvorwürfe bringen, in Selbstzweifel bringen und in schlechten Gewissen bringen, sondern lediglich Aufmerksamkeit dem schenken. Und daran kannst du eben halt dich orientieren und dann geht nämlich hier eine Lebensaufgabe, eine Herausforderung, halt auch eine Angst vor etwas. Wenn ich da jetzt standhaft bleibe, oh mein Gott, wenn ich das jetzt anspreche, ja, was passiert dann? Dann ist er weg oder irgendwie sowas, ja. Im Gegenteil, die Karte, das Kreuz, erstmal ist etwas genau jetzt im November an der Reihe, auch eine Haltung zu zeigen, Ängste zu bewältigen, Ängste sich anzuschauen oder weiterhin anzuschauen. Und das Schöne ist, ich nenne auch ganz gerne das Kreuz, die Karte der Hausaufgabe, ja. Da kannst du an dieser Hausaufgabe einen grünen Haken machen. Wie fühlt sich das denn an? Auch wunderbar, ne? Und schau mal hier, Park, Herz, Kreuz. Es wird in der Liebe offener, nicht mehr so was Verkrampftes, Festes, Steifes. Offen, durchatmen, leicht, Leichtigkeit. Eine schöne Geschichte. Bumsfallera, Platztausch, Herz im Kind, Kind im Herz. Dann erfährst du auch einen Aufschwung. Ja? Stör dich jetzt nicht daran, an die Wolken mit Sterne. Das ist immer so, überlege mal, du beginnst ein neues Hobby. Oder überhaupt generell, du hast noch nie gestrickt. Jetzt hast du auf einmal die Wolle und die zwei Nadeln. Wie kriege ich jetzt bitte schön da ein Pullover raus? Dann musst du auch erstmal langsam beginnen. Vielleicht strickst du nicht erstmal einen Pullover, sondern irgendwie was, weiß was ich, was ganz Kleines. Ja?
Das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Ah, da bist du endlich. Ja, also egal, wer hier zuschaut, Dame oder Herr, du bist hier die Dame. Schau, im Haus des Ringes, ja, bedeutet eben halt auch, das ist hier eine Wiederholung für dich. Nur anhand der Wiederholung kommt man ja halt auch hier an seinen Aufgaben und Herausforderungen und eben halt auch transformatorischen Situationen, dass etwas eben halt in Wandel und Veränderung kommen kann. Ja? Und du bist halt auch hier schon stark verbunden mit deinem Gegenüber, sonst würdest du hier halt nicht im Haus, Sekunde, im Haus des Ringes liegen, ja? Aber du schaust ja hier schon eben halt in diese wunderbaren Karten rein. Hier haben wir eben halt auch das Neue, ja? Sehr schön. Und du hast hier in der Vergangenheit liegen den Ring mit Sonne. Also du hast dich auch schon viel damit auseinandergesetzt, also mit Bewusstsein, Bewusstseinsarbeit, ja, ist ja hier halt auch schon geschehen. Und es hat sich ja halt auch schon bei dir etwas gewandelt in Richtung Beziehung. Ja, in Richtung Beziehung. Punkt. Du hast dich da schon viel mit auseinandergesetzt. Und du hast auch viel schon transformiert. Ja, und du bist ja auch irgendwie bewusst, dass deine ganzen Prägungen eben halt auch hier von deinem Zuhause herkommen, ja, und auch von irgendwie sowas, von eingefahrenen Denkstrukturen, wo du weißt, dass das darf jetzt halt auch ein für alle Mal gehen. Zum einen hast du das jetzt schon womöglich 100 Mal durchgekaut und du hast auch keinen Bock mehr auf das 100. Mal das durchzukauen. Ja, du sagst dir eben halt jetzt, also ich bin jetzt so und so viele Jahre alt. Ich habe mir das jetzt lange, lange, lange genug angeschaut. Das war gewesen und dadurch habe ich auch viel gelernt und mir angeschaut und Verletzungen und so weiter und so fort. Aber jetzt darf es auch gut sein. Das kommt mir hier rüber. Schau an, siehst du, der Fuchs im Buch, das Buch als erstes, ist letztendlich nur noch mal eine Verstärkung dessen, dass es dein Misstrauen ist, dass es eben halt hier in deine Richtung geht, wo der Fokus ganz, ganz deutlich auf dich gelegt werden darf. Es liegt an meinen Vorstellungen und an meinen Prägungen und an meinem Denken und Verhalten. Das finde ich jetzt gar nicht mehr so schlimm, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also in der Vergangenheit, da bist du eben halt, oing, und noch eine Runde, und noch eine Runde, und noch eine Runde, und noch eine Runde, ja. Und damit hast du dich ja auseinandergesetzt. Und jetzt bedarf es eben halt der Prüfung, habe ich das verstanden? Ich steige aus diesem Hamsterrad aus und begebe mich auf neuen Pfaden, der ganz wichtig für dich ist. Und das heißt eben halt auch raus aus Ängsten und sich zu öffnen und auch zu den Ängsten zu stehen und zu sagen, ja, du sagst mir hier was Wundervolles, ich habe aber trotzdem die Hose voll. Verstehst du das, lieber Gegenüber oder liebes Gegenüber? Ich habe eben halt meine Erfahrung, aber auch meine Erfahrung mit dir. Und da darf ich bitteschön halt auch noch ein Stück weit Misstrauen haben. Ja, schau hier, die Blumen im Haus des Briefes. Da ist es nämlich, hier ist das Haus der Blumen. Es kommen wunderbare Nachrichten auf dich zu. Es kommen wunderbare Nachrichten auf dich zu. Ja? Verbesserungen, eine Verbesserung in der Verbindung zu deinem Gegenüber. Es kommen auch, wenn es Streitereien gegeben hat oder Unklarheiten oder Sorgen, wie auch immer gegeben hat, wird es Versöhnungsgespräche geben. Ja, es wird besser. Es wird besser. Die Eule im Haus des Gegenübers, auch da findet jetzt gerade ganz viel an größeren Veränderungen statt. Auch er ist aufgeregt, hat auch hier und da seine Zweifel, aber er bemüht sich. Er bemüht sich, Lösungen zu finden
Er bemüht sich, indem er sich ein Stück weit zurückzieht, Entscheidungen zu treffen. Er ist dabei, etwas auseinander zu dividieren. Also wenn hier etwas parallel gelaufen ist, dann ist er dabei, das auseinander zu dividieren und dafür eine Lösung zu finden. Wer immer ja halt auch hier die Personen sind, es muss nicht immer eine Nebenbuhlerin sein, ein Nebenbuhler sein, es kann ja auch jemand aus der Familie sein, wo es gilt, eine Lösung zu finden. Ja, was immer es auch ist, das sieht man hier nicht. Aber es scheint so, dass er oder sie das mit sich ausmachen möchte. Und das bedeutet eben halt auch Akzeptanz und Respekt. Akzeptanz und Respekt. Dass er es so machen will, wie er es machen will. Und dann heißt es nicht, aber ich will aber doch, aber ich bin aber doch. Davon darfst du dich anscheinend, wenn das ein Thema ist, bei dir auch lösen. In deinem Haus liegt der Sarg. Also das wundert mich jetzt nicht. Zum einen darf hier eine Hausaufgabe gehen, eine Lebensaufgabe gehen. Zum anderen findet hier eine große Transformation eben halt auch statt. Aber was sich daraus resultiert, ist halt auch das Thema, du wirst nicht mehr so zweifeln in seine Richtung. Das ist doch auch super, ne? Denn hier haben wir ja auch dieses Thema der Prüfung. Das sind ja auch Zweifel, Misstrauen. Ich glaube das nicht. Ich werde bestimmt wieder belogen, betrogen. Das kann nicht sein, was man mir da sagt. Glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Und die Karten sagen, geh doch mal in so eine neue Herzenergie und vertraue und glaube doch. Gehe doch mal wieder ins Vertrauen. Zweifel wollen gehen. Und zwar endgültig. Also hier ist nicht nur ein bisschen tot, hier ist tot. Aber das ist auch ein Sterbeprozess. Dann haben wir den Anker in der Lilie. Da liegt auch nochmal die Lilie dabei. Und da ist eben halt das, was ich gerade schon gespürt habe. Das Gemeinsame. Nicht mehr ich, sondern wir. Wie gehen wir an die Situation heran? Wie wollen wir es handhaben? Ich habe die Vorstellung, was ist deine Vorstellung? Wo können wir zusammenkommen? Ich habe die Meinung, ich habe die Meinung. Vollkommen okay. Wir müssen nicht siamesische Zwillinge sein. Wir sind immer noch gleich und haben unsere Schnittstellen. Aber wir sind uns sicher, wir wollen zusammen sein. Aber ich kann vielleicht auch jetzt erst, also für die jetzige Zeit, erstmal nur das und das. Aber das heißt nicht, dass ich dich nicht mag, dass ich dich nicht liebe. Im Gegenteil, wenn ich dich so sein lasse, wie du vorgehen möchtest, ich akzeptiere, ich respektiere. Das ist Liebe. Da ist er endlich. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo ist er denn nun? Also sehr nachdenklich, ja, liegt hier im Haus der Sonne. Jetzt habe ich Gänsehaut pur. Er kommt also ganz bewusst hier um die Ecke. Und hier haben wir die Sonne in den Blumen, die Blumen hier in dem Brief. Da kommen also wunderbare Nachrichten auf dich zu, habe ich ja gerade schon gesagt, ja. Nur diese wunderbare Nachricht darfst du auch erkennen, bitteschön, ja? Also er kommt wirklich glückhaft um die Ecke, mit Freude. Er möchte auch etwas an Distanz aufheben.
eine Enge, die da gewesen ist, ja, auch eine Grenze, die da gewesen ist, die möchte er verringern. Und das ist jetzt sogar an der Zeit. Ist das nicht wunderbar? Und das möchte sich im November zeigen. Sehr schön. Er hat ja auch das schon so hier liegen. Wie kann ich ihr entgegenkommen? Er hat liebevolle Gedanken. Aber er hat auch die Befürchtung, dass er mit seinen liebevollen Entgegenkommen auf taube Ohren stößt. Weil er kennt dich ziemlich gut. Der Reiter, da haben wir die Bewegung. Ja, und da haben wir auch die Erfahrungen, tiefgründige Erfahrungen. Und hier ist eben halt auch so dieses Thema, ja, ich habe die Erfahrung gemacht mit ihr, mit ihm. Du natürlich auch, ganz klar, ist ja dein Kartenblatt, wie gesagt. Aber hier ist dieser Hinweis auch nochmal genau in der Mitte. Die Chance bitte auf Erkenntnisse zu legen, dass es deine Erfahrungen sind aus der Kindheit, aus deiner Prägung, die er ins Bewusstsein für dich holt. Sei dankbar dafür. Der kommt also hier wirklich mit so einer Art Kampfgeist auf dich zu, motiviert auf dich zu. Ja, Wille, ich will an deiner Seite sein. So eigentlich auch so ein bisschen, mach es nicht kaputt. Wo der er nur aufpassen darf, ist, er darf nicht zu forsch bei dir sein, ja? Aber umgekehrt auch. Nicht zu forsch in seine Richtung. Er ist aber jetzt hier sehr powerful im November. Und das ist schon mal gut, ne? Da scheint ihm halt auch einiges passiert zu sein. Krise war da, große Krise war da. Und da ist irgendwie ein Projekt oder irgendetwas ganz plötzlich entstanden, wo er auch nicht wusste, ja, wie geht's jetzt, ich weiß nicht, wie geht's jetzt weiter, eventuell auch mit finanziellen Themen, ja. Ganz sicher kommt Wandel und Veränderung. Und da haben wir ja den Ring drin liegen. Zum einen für dich, das sieht man auch hier, die Sonne, Ring, du und dann die Störche. Also ganz, ganz eindeutig zu sehen, dich wird es aus dem Inneren her wandeln. Du wirst nämlich umdenken, andere Sichtweisen bekommen und wirst auf einmal auch das Glück erkennen und den Wandel und die Veränderung. Wenngleich auch Störche erstmal kleinere Veränderungen sind, ja, egal. Wir sind ja auch erstmal hier eingepresst in einem Monat, ja? Es wird auf jeden Fall Wandel geschehen. Und der Wandel bringt Neues, bringt Aufschwung. Boah, klasse, 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 klasse. Dann haben wir hier den Brief in der Wahrnehmung, ja? Hier, deine Wahrnehmung wird sich auch ändern. Momentan nimmst du das eben halt hier gar nicht wahr, dass da ein Wandel stattfindet, dass da auch größere Veränderungen bei deinem Gegenüber stattfindet. Du spürst das noch nicht so ganz. Deswegen umso mehr geh nach innen, anstatt nach außen, angenommen, loszuschimpfen, loszuprasseln, ja? Sondern halt dich erstmal zurück, ja? Und wie gesagt, schaue erstmal, so von wegen der Trigger ist da und anstatt auf den anderen loszusausen, heißt es eben halt nach innen zu sausen, ja, nach innen, in Innenschau zu betreiben. Da findest du deine Antworten. Ja, hier ist auf jeden Fall etwas mit einer Nachricht, ja, was da ausgelöst wird, wo die Veränderung wo die Veränderung ausgelöst wird. Dann haben wir hier den Berg, den du aber jetzt Gott sei Dank auch schon im Rücken hast, ja, der Berg im Anker. Und er hat auch den Berg, nein, der hat den Anker hinter sich, ja, also
da war ihm halt, wie gesagt, bei ihm ganz schön ein Problem, also etwas problematisch, eventuell halt auch, was die Arbeit betrifft. Also hier ist ja auch Anker und der Sarg, dass da unheimliche Aufregungen waren und größere Veränderungen stattgefunden haben, womit er nicht klargekommen ist, ja, möglicherweise. Hier ist es eben halt so, ja, ich sag mal so, ihr geht eben halt, wie ich gerade schon mal sagte, eben halt gemeinsam eben halt an diese Problematik eben halt heran. Jetzt scheint er eben halt bereit zu sein und du auch eben halt darüber reden zu können, ja. Und dadurch kommt ihm halt dann tatsächlich ganz schön viel in Bewegung, ne? Und im Kreuz haben wir den Baum. Der Baum sind nämlich halt auch die Gewohnheiten, etwas, was verwurzelt ist. Das ist die Vergangenheit, ja, die jetzt hier nochmal aufploppt. Also deswegen halt auch hier, dass ich wahrgenommen habe, die Wiederholung. Ja, aber diese Wiederholung muss sein und ist auch gut, dass sie kommt, damit da etwas nochmal für dich ins Bewusstsein kommt und dann, wie gesagt, endgültig gehen kann. Ja, der Mond mit Sarg und Schlüssel. Etwas an tief sitzender Angst wird gehen. Grübeleien werden transformiert. Ja, und das sogar mit Sicherheit. Und darin liegt ihm halt unheimlich, eine unheimlich gute Chance, ja. Dass Probleme eben halt gehen, dass man Probleme gemeinsam angeht, gemeinsam bespricht. Und das spürst du ja, ja, auch wenn jeder ein Individuum ist. Aber ihr redet dann miteinander. Miteinander. Nicht übereinander. Miteinander. Augenhöhe. Wie fühlt sich das an für dich? Wie fühlt sich das an? Also das ist eine wunderbare Legung, eine wunderbare Geschichte, eine wunderbare Entwicklung. Sei offen für dem, was jetzt kommt. Und sei dir klar, bewusst darüber, dass es eine Prüfung für dich ist. Das sieht man eindeutig. Buch als erstes. Im Haus des Buches haben wir den Fuchs und der zeigt auf dich, nicht auf dein Gegenüber. Es sind deine Vorstellungen, wovon du abgehen darfst. Diese Vorstellungen sind Prägungen, lebenslange Prägungen aus deiner Kindheit. Du musst nicht mehr dem treu bleiben, was Mama, was Papa gesagt hat. Die scheinen irgendwo immer noch auf der Schulter zu sitzen und dir irgendetwas einzuflüstern. Das war gestern. Heute ist was anderes. Heute darfst du anders denken, anders fühlen, anders vorgehen. Du darfst gegen den Strom schwimmen. Und anders sein, auch wenn das Umfeld auf dich zukommt. Ja, was ist denn mit dir jetzt los? Sag mal, tickst du noch sauber oder was? Jetzt geht's aber los. Ja, ich tick noch sauber. Sogar so sauber, wie ich womöglich noch nie getickt habe. Und weißt du was? Ich brauche die Orakelkarten nicht mehr. Das spüre ich jetzt ganz, ganz deutlich. Ich ziehe da keine, ich lasse da keine mehr springen. Es ist nicht notwendig. Es ist alles gesagt. Ja. Ich denke, das ist eine Legung, die darf man sich ruhig öfter anschauen, um zu reflektieren, um zu verinnerlichen. Finde ich. Muss ja nicht, dass du das auch so denkst. Ja, also mir kommt das eben halt ganz stark rüber. Und ja, ich finde es eine wunderbare Legung für den November. Ein unheimlich starkes Potenzial liegt dahinter. Und eine Erlösung, eine Befreiung, ein Durchatmen. So, oh, endlich fällt diese Last von meinem Rücken ab. Das spüre ich in dieser Legung. Ja, ich habe alles gesagt.
Ich hoffe, dass dir diese Legung genauso gut gefallen hat wie mir. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Gang durch den November. Und ich sage bis bald, bis dann. Alles Liebe und Gute, die Tina.